Hallo liebe Wetterfreunde, ich begrüße euch zum heutigen Mittwochmittag vom Westhang des Nesselberges im Weserbergland. Wir schauen Blickrichtung Westen auf leicht entwickelte Quellbewölkung, recht grob und flach, ohne große Tendenz zu weiteren Überentwicklungen und Ähnlichem. Darüber sehr gut erkennbar ausgedehnte Cirrusbewölkung mit viel Struktur. Sehr faserig, streifig. Wir schwenken weiter Richtung Norden, Nordosten. Das gleiche Bild, Quellbewölkung. Niedertroposphärisch, sehr grob, niedrige Untergrenzen. Auch weiter Richtung Süd-Südosten dasselbe. Da ist die Cirrusbewölkung etwas dichter, auch Quellbewölkung ist vorhanden. Außentemperaturen sind aktuell 19,9, also fast 20 Grad. Gefühlt, weil sehr schwach windig sind, das hier schon über 20. Wetterlage. Im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland befindet sich ein ausgedehntes, geschlossenes Höhentief, was hochreichend mit feuchter, etwas labiler Luft angefüllt ist. Dieses Höhentief steuert Quellwolken und Schauer in den Norden und Nordosten Deutschlands. Dieser Grenzbereich geht bis knapp nördlich Hannover, diesen ganzen Bereich runter, Ostniedersachsen und so weiter, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Dort sind auch schon einige Schauer aktiv. Zwei kleinere Entwicklungen sogar nördlich von Hannover, also gar nicht so weit von mir weg. Die werden östlich dann an mir vorbeiziehen. Der Gegenspieler ist ein kurzwelliger Höhenrücken, also ein Hochdruckkeil im Westen, der dort hochreichend für Absinken sorgt und Stabilisierung der Luftmassen, was auch viel Sonnenschein zur Folge hat. Und in meinem Bereich kann es im Laufe des Tages möglich sein, dass so der ein oder andere Schauer sich vielleicht ein bisschen mehr Richtung Westen bewegen kann. Zurzeit löst sich die Quellbewölkung etwas auf, so vor gut einer Stunde, anderthalb, war kräftigere Entwicklung sichtbar. Es waren also stärkere Quellwolken. Es löst sich halt momentan irgendwie stark auf. Aber besonders interessant ist dieser Cirrusschirm, diese Cirruswolken. Ich zeige euch das mal. Man kann das wirklich sehr schön erkennen. Es ist sehr faserig, streifig. Es ist sehr gut ausgeprägt. Es hat also Struktur. Es ist nicht so rein nur geschlossen, wie Cirrostratus, der eigentlich nur milchig wirkt. Man erkennt wirklich eine Menge Strukturen da drin. Das ist jetzt Blickrichtung Südwest. Dasselbe Bild. Cumuluswolken im unteren Wolkenstockwerk, grob strukturiert, aber mit starken Auflösungstendenzen. Also das zeigt sich, dass hier bei mir wohl der Einfluss dieses Absinkens, dieses Höhenrückens schon stärker ist und hier schon die konvektive Tätigkeit weitestgehend dämpft. Wir liegen hier irgendwie so ein bisschen im Grenzbereich. Müssen wir mal gucken. Wenn jetzt im Laufe des Tagesgangs heute ist vielleicht dann doch noch so die ein oder andere Entwicklung schafft, sich zu einem Schauer zu entwickeln. Das müssen wir abwarten. Aktuell starkes Auflösen der Quellungen, weil, wie gesagt, vor ein, zwei Stunden war das um einiges mächtiger. Beispiel diese Quellwolke dort, die war schon recht gut ausgeprägt. Das war schon Cumulus mediocris zum Übergang zu Congestus, wo ich schon kurzzeitig eigentlich gedacht hätte, na, vielleicht reicht das da schon für eine Schauerentwicklung, aber diese Zone scheint sich jetzt mal mehr oder weniger komplett aufzulösen. Die werden immer dünner, die Wolken, immer ausgefranster. Es ist definitiv dann wohl so, dass hier der Hochdruckeinfluss schon zum Tragen kommt und das Absinken einsetzt, was natürlich dann die Wolkenbildung dämpft. Und zu erwähnen bleibt noch, diese Cirrusbewölkung ist ausgehend halt von diesem im Nordosten liegenden Tiefkomplex, da im oberen Wolkenstockwerk schon feuchte Luft eingetragen wird, was dort eben dann diese
diese Eiswolkenschleier hervorbringt. Es ist ja noch recht früh, es ist jetzt kurz vor eins. Der Tag ist noch lang, da kann doch noch so einiges jetzt passieren. Das sollte man mal so im Auge behalten. Und je nachdem, dass jetzt so mehr oder weniger langweilig weitergeht oder wenn auch irgendwas Interessantes ist, dann dokumentiere ich das natürlich wieder. Ansonsten würde ich vorab mal einfach sagen, wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Update dann. Dann wünsche ich euch was. Tschüss. So, es ist gut eine Dreiviertelstunde jetzt später. Ich bin nur ein bisschen weitergefahren. Das verstehe ich jetzt so, dass man sehr gut in seinem sehr flachen Winkel Richtung Nord-Nordost gucken kann. Und man bemerkt zunehmend der Quellbewölkung in dem Bereich. Es geht ganz ausgedehnt bis zum Horizont. Aber nach wie vor mäßige Entwicklung, maximal mediokres, humilis. Die Cirrusbewölkung ist unverändert. Schwenken wir nochmal nach Osten. Unverändert, sehr streifig, faserig. Hier ist direkt ein Maisfeld vor. Schaut mal, wie schön der Mais. Na gut, das hat nichts mit Wetter zu tun. So, gucken wir nochmal Richtung Osten. Diese kleinen Schauer, die jetzt nördlich von Hannover vorhin noch waren, die haben sich jetzt mehr oder weniger aufgelöst. Ich weiß nicht, man sieht das von hier nicht ganz so gut, aber ganz zwischen den Bäumen, wenn man mal an der Horizontkante schaut, oben am Wald, da sieht man schon schichtartige Wolkenstrukturen. Das kann man noch nicht so gut erkennen, das ist noch ziemlich weit weg. Bildet sich zu diesen Cumuluswolken, bildet sich Altocumulus und Stratocumulus mittlerweile schon dazwischen aus. Also da scheint sich schon eine stärkere Bewölkung auszubilden. Das wird im Laufe des Tages, denke ich mal jetzt, hier auch eintreffen. Die Bewölkung wird hier immer weiter zunehmen. Schaut mal am Horizont. Vorhin, wie ich das erste Video gemacht habe, also den ersten Tweet, da sah es ja so aus, dass diese Quellbewölkung sich auflöst. Das war auch der Fall. Die wurde erst weniger. Ich dann auf dem Nachhauseweg war, also in die Richtung hier gefahren bin, hat sich dann wieder verstärkt. Die Bildung, wie man ja sieht hier. Es wird dichter. Es werden mehr Quellwolken, aber die Tendenz zur stärkeren Entwicklung halt, die fehlt. Es sind sehr viele Quellwolkenstraßen, sehr ausgedehnte Felder, aber es bleibt bei der Entwicklung bis maximal mittel, also grob und mediokres. Teilweise Cumulus humilis und einiges an, na, so was bezeichnen, Fraktusfetzen. Kleine Flocken sind dann irgendwie noch dazwischen. Das ist halt ein grober Cumulus. Aber was ich halt besonders reizvoll finde, sind diese Streifen, diese Cirrusstreifen und Felder dort. Das sieht sehr interessant aus. Direkt jetzt auch vor mir eine Quellwolkenbank. Sieht sehr schön aus, sieht sehr schön von einer sehr schönen Weiße von der Sonne angestrahlt. Aber man sieht, wenn man da mal länger hinguckt, ich habe es leider keinen Zeitraffer mit, aber wenn man da mal länger hinguckt, erkennt man, wie sich das teilweise verdichtet und wieder auflöst. Das kann man jetzt in der Normalgeschwindigkeit leider nicht so gut sehen, dann müsste man einen Zeitraffer haben. Ich werde auch mal sehen, dass ich meine Zeitrafferkamera dann auch ständig dabei habe, dass man, wenn mal sowas ist, einen Kurzzeitraffer machen kann von solchen Entwicklungen. Das ist dann sinnvoll. Aber vor mir ist hier ein Kartoffelacker, Kartoffelfeld. Die sehen auch schon so aus, als wenn die wo in Kürze geerntet werden können. Das Kraut wird schon langsam braun. Das ist ja hier sehr landwirtschaftlich. Maisfelder, Korn ist ja schon überall abgeerntet. Jetzt hat noch der Mais, die Rüben und
Kartoffeln. Na, die Rüben kommen ja ganz zum Schluss. Ist hier noch sehr angenehm. Mal schauen, wie lange es denn jetzt dauert, bis ich aus Richtung Osten dann auch diese flächigen, schichtartigen Wolken hier ausbreiten. Das wird dann wohl so sein im Laufe des weiteren Nachmittagverlaufs, zum Spätnachmittag hin, dass das dann hier so mehr oder weniger bedeckt sein wird, also stark bewölkt. Es wird dann so eine Mischung aus Quellwolken sein, die, denke ich mal, auch an der Sperrschicht wieder breitlaufen werden. Das wird sich dann wohl auch mit diesen von Osten, Nordosten aufkommenden schichtartigen Strukturen vermengen. Das wird dann so ein mehr oder weniger geschlossener Teppich aus Schicht- und Quellwolken. Gut, soweit. Erstmal bis dahin. Ja, passiert da ja nur erstmal nicht. Okay. Schaut euch das nochmal ein bisschen an.